Herzlich willkommen auf der Embedded World in Nürnberg. Ich bin hier am Aero-Stand und mit mir ist Markus Steidl von Verisight und wir sprechen jetzt über System on Modules. Herr Steidl, schön, dass Sie hier sind. Was an der Displaywand hier sind denn Ihre Product Highlights? Die Highlights sind natürlich die Machine Learning Funktionalitäten, die jetzt schon bei NXP im Prozessor integriert sind. Und da gibt es den IMX 8M Plus Prozessor, der auf unser System und Modul integriert worden ist, der sehr leistungsfähig ist, sehr viele Schnittstellen hat, auch Grafikleistungen viel hat, ist aber ein bisschen hochpreisiger. Und seit diesem Jahr gibt es ganz neu den IMX 93 von NXP, den wir auch schon integriert haben auf unseren Modulen. Und das ist eine Einstiegspreisklasse mit den Funktionalitäten wie Machine Learning, Schnittstellen, alles, was die Industrie braucht. Und für die Machine Learning Funktionalitäten bieten wir auch unseren Kunden ein Tool, ein Python Script Tool, wo er sehr schnell verschiedene Machine Learning Funktionen integrieren kann in seine Applikation. Ich sehe, da steht Pin-to-Pin-Family an dem Display. Was bedeutet Pin-to-Pin-Family? Pin-to-Pin ist sehr wichtig heutzutage, dass die Kunden sehr flexible Elektroniken entwickeln können. Sie können zum Beispiel den neuen IMX 93, also Low-Preis-Modul, in ihre Produkte einbauen. Aber wenn der Kunde selbst ein High-End-Produkt hat mit viel Grafik, Performance und so weiter, kann er genauso in derselben Elektronik einen High-End-Prozessor integrieren und hat natürlich sehr wenig Entwicklungsaufwand, weil die Basis die gleiche ist. Jetzt sind ja Ihre Produkte nicht trivial, sie sind ja doch durchaus erklärungsbedürftig. Das heißt, Customer Support ist in Ihrem Bereich sicherlich sehr wichtig. Ja, auf alle Fälle, auch wenn wir die Tools bieten unseren Kunden, dass der sehr schnell vorwärts kommt, hat man natürlich im Detail immer die Fragen und braucht man einen Ansprechpartner. Wir bei Verisight haben unsere Softwareentwickler weltweit sitzen und unsere Kunden können direkt die Softwareentwickler ansprechen. Unsere Entwickler sitzen zum Beispiel in Israel bei uns im Hauptsitz, genauso wie in Deutschland, in Italien, in USA, in Brasilien und Kanada. Also Sie sehen schon eine große Spanne von den Zeitzonen her. Also unsere Kunden bekommen fast 24 Stunden am Tag die Support-Unterstützung und das auch noch 6 Tage die Woche. Es ist ja so, dass momentan ist ja nach wie vor Supply Chain und Lieferschwierigkeiten ist ja nach wie vor ein großes Thema. Wie ist es denn in Ihrem Bereich? Ja, also das ist ein Wunderpunkt natürlich. Vor allem während Corona, jede Firma hat Probleme gehabt mit der Komponentenknappheit auf dem Weltmarkt. Mir natürlich auch, aber durch unsere eigene Fertigung können wir sehr flexibel reagieren. Wenn wir Bauteile bekommen, können wir die sofort in die Fertigung einfließen lassen, ohne auf irgendwelche Dienstleister zu warten, dass unsere Kunden, obwohl der Komponentenknappheit und den Problemen, was da gibt, immer Bauteile bekommen, Module bekommen haben, dass ihre eigene Fertigung nicht zum Stillstand kommt. Vielen Dank. Danke auch. Schön, dass Sie hier waren.